Herr Lukovic, Sie sind beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz und Gesundheit, sind das für Sie Themen, die zusammenpassen? Auf jeden Fall. Gesundheit gehört zu den wissensintensivsten Anwendungen, die es gibt. Ärzte sollen ja schlau und gebildet und lange studieren. In letzter Zeit kommen ganz viele Daten dazu. Wir haben sehr viele Möglichkeiten für Diagnose, viele Untersuchungen. Diese miteinander zu verknüpfen, erfordert Intelligenz. Und künstliche Intelligenz kann dem Arzt und auch dem Patienten eine sehr große Hilfe sein. Sie haben in Ihrer Keynote auch gerade Wearable AI erwähnt. Was kann man sich darunter vorstellen und was sind die Vorteile hiervon? Bisher ist es so, dass Untersuchungen und Diagnose vorwiegend im Krankenhaus stattfinden. Wir gehen einmal im Jahr regelmäßig zum Arzt, um Vorsorge zu machen. Das hilft manchmal, aber nicht immer. Was man mit Wearable-Geräten machen kann, ist, man kann dieses Monitoring, die Beobachtung des Gesundheitszustands von der jährlichen Kontrolle auf das tägliche erweitern. Das heißt, ich kann jetzt etwas haben, was täglich beobachtet, wie sich meine Gesundheit entwickelt und mir auf der Basis dieser Entwicklung zum einen vielleicht Tipps geben, wie ich besser und gesünder leben kann, wenn ich das möchte, zum anderen aber auch tatsächlich ein Frühwarnsystem basieren, das noch viel schneller und viel zuverlässiger potenzielle Probleme erkennt. Was ein weiterer Vorteil ist, es gibt viele Untersuchungen, die anderes ausfallen, wenn ich sie beim Arzt mache und anderes ausfallen, wenn ich sie im Alltag mache. Das ist was ganz Normales wie Blutdruck. Ja? Wenn ich zum Arzt gehe und ruhig sitze und ausgeschlafen sind, ist das eine Sache. Wenn ich im alltäglichen Stress bin, sieht das Ganze ganz anders aus. Und die Möglichkeit, einfach mal die medizinischen Parameter, die man misst, in die Relation zu setzen zu alltäglichen Aktivitäten, ist etwas, was einen sehr großen Mehrwert bietet. Und das kann man eben mit Wearable AI, mit Wearable Monitoring machen. Das hört sich jetzt erstmal alles wunderbar an. Allerdings haben Sie es gerade auch schon erwähnt, man wird quasi die ganze Zeit beobachtet, gemonitort. Wie sieht es denn hier mit der Datensicherheit aus? Also man sollte da auf jeden Fall sich genauer angucken, was für Geräte und was für Firmen man da an seinen Körper ranlässt in dieser Hinsicht. Wenn man das Ganze seriös betreibt, dann werden die Daten lokal auf den eigenen Geräten oder dem eigenen Server gespeichert. Man hat dann und sollte die Kontrolle darüber haben, was, wann, an wen übertragen wird. Und wenn das Ganze geordnet abläuft, dann ist man, denke ich mal, relativ sicher. Es ist sicherlich auch eine Frage des persönlichen Befindens. Jeder hat so seine Präferenzen. Dem einen ist die Gesundheit wichtiger. Und es gibt Leute, die auch großen Wert darauf legen, ihre Gesundheit exakt zu beobachten. Der andere wird mehr Wert auf Datensicherheit legen. Ich denke, da muss jeder einfach für sich das finden, womit er sich wohlfühlt. Okay. Jetzt ist ja gerade das Gesundheitswesen momentan ziemlich oft mit dem Thema Digitalisierung in den Nachrichten. Was ist denn Ihrer Meinung nach die größte Erfindung oder die Erfindung, die den größten Einfluss auf die Bevölkerung aktuell hat in diesem Bereich? Ich denke, das Wichtigste ist etwas relativ Triviales. Die Möglichkeit, die Daten, die über mich persönlich anfallen, meine Gesundheitsgeschichte, tatsächlich schnell digital zu verknüpfen. Das heißt, wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe, weil ich jetzt ein neues Problemchen habe, dann kann dieser Arzt eben nicht nur das sehen und hören, was ich ihm erzähle, sondern wird die Möglichkeit haben, wirklich meine gesamte Geschichte, vielleicht auch meine Familiengeschichte mit einzusehen und das Ganze in einen ganz anderen Kontext dann zu setzen. Die andere Problematik hat etwas eigentlich mit dem Betrieb des Gesundheitswesens zu tun. Sehr, sehr viele Kosten fallen im Bereich Administration, Dokumentation, Betrieb und so weiter. Und da kann die Digitalisierung und die KI, wie eigentlich in allen anderen Bereichen, zu ganz erheblichen Kostenersparnissen bringen. Und diese Kosten, die da gespart werden, die können dann dafür aufgewendet werden, tatsächlich der Gesundheit des Patienten was Gutes zu tun. Vielen, vielen Dank. Okay.